Essen Gleber, der Dicke, Dicke und Gleber, Showdown-Spaß mit dem Dick und Gleber. Hallo Leute und herzlich willkommen zum besten Leather-Format auf ganz YouTube und zwar Dick und Gleber. Hi, mit Gleber, also Yonago, also Benny. Hi. Kennt ihr schon das Format? Dick und Gleber. Ist was Showdown-Schnacken? Dann ist es das. Alter, kennt's noch. Was? Wahnsinn. Natürlich kenne ich es noch. Ich bin nur nicht so textsicher gewesen. Bin ich ehrlich. Ist okay. Ja. Ist schon. Der gute Benny hat uns ein wunderschönes Megani-Team gebaut. Stell's mal vor, ich habe keine Ahnung, was du dir dabei gedacht hast. Okay, Mann. Also, du hast gerade eben bei mir wieder ein bisschen gestockt, deswegen habe ich gerade etwas pausiert. Aber natürlich stelle ich jetzt das mächtigste Team aller Zeiten vor. Erstmal, Leute, was ist das schlechteste? Was ist der schlechteste Starter? So, jetzt mal Real Talk. Der schlechteste Starter, nicht Meganie. Es muss irgendein anderes Pokémon sein, jetzt mal ehrlich. Doch. Denn Meganie, Bruder. Schwertanz mit Sie, Grassium, Grasswhistle. Okay, Leute? Ihr müsst einfach eine Sache verstehen, Mann. Ihr müsst nur treffen und ihr gewinnt mit Meganie. Und ihr werdet es in dieser Live sehen. Meganie wird alle Leute zerlegen. Und wenn nicht, dann ist er Sänger in der Hinterhand und macht dasselbe. das ist die Idee des Teams. Also du möchtest halt quasi versuchen, deine 55% auszunutzen. Und wenn es nicht klappt, dann ja, gehst du halt broken as Sänger mit Screens und ja, machst den Rest. Da hast du noch zwei Leads, die halt Hazards legen und die Gegner auch anchippen. Wichtig bei Meganie, das ist ganz, ganz wichtig, dass man Flug-Pokémon irgendwie reinlürt. Und das kann Diktri extrem gut. Early Game einfach ein Boden-Pokémon, ja. Deswegen ist es auch nicht Alola Diktri. Boden-Pokémon, was macht man gegen Boden-Pokémon, ne? Flug-Pokémon rein. Steinkante, weg sind die Viecher, weißt du? Und schon ist Meganie einfach der Threat, weißt du? Das Wieso müssen wir so Team viel Aider. Treffen? Das gefällt mir nicht. Ja, und dann haben wir noch Heat as fuck Quillfish. Das war mal ein Frostless. Aber der ist auch geil. Gebannt. Genau. Es wurde gemoved. Ne? Ja, aber rausgehauen halt. Genau, genau. Es wurde durch, ich glaube, ins Juju ist. Ne, ins Ayu ist der, glaube ich, gekommen. Keine Ahnung. Jedenfalls haben wir es nicht mehr. Rest in Peace. Ich glaube sogar Juju. Und. Ja, ist egal. Wird eh nicht mehr lange da drin sein. Ja, es kann. Ja, also, je nachdem, wie die jetzt die Tierschiffshand haben. Ich glaube, wenn Gen 8 anfängt, dann kommen die immer seltener und deswegen. Naja, mal gucken. Es wird sich einiges ändern. Deshalb ist es jetzt wichtig, nochmal so ein krasses Team nochmal zu zeigen. Genau. Bevor die ganzen großen Änderungen kommen. Exactly. Und ja, Quillfish, ich weiß nicht, ob das jetzt so offensichtlich ist mit der. Wie heißt denn die auf Deutsch? Castleberry. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe. Und was heißt Andrew auf Deutsch? Die Eipfelbeere und Andrew heißt Aushalten. Ausdauer. Ausdauer, genau, da kannst du dich halt quasi in die Castleberry Range zwingen und dann kannst du nochmal Hazards legen, vielleicht auch Abgangswund drücken. Ist echt lustig, mal sehen, ob das klappt. Ich glaube nicht, bestimmt. Aber es sieht lustig aus und deswegen. Wir spielen gegen die Lowlander, nichts ist unmöglich. Es ist alles drin. Also von dem her, wenn du nichts da mehr sagen möchtest, sind wir mal ehrlich. Starten wir einfach komplett durch und zerbersten gleich mal den ersten Gegner, der gar nicht weiß, was ihm gleich zugeschehen wird. Alter, okay. Was sehen wir hier? Wir sehen hier. Okay, willst du das erste Game machen, nicht das zweite? Wir machen was? Wir machen einfach, wir reden, weil wir cool sind. Und schauen, was passiert. Alright. Und du darfst drücken. Du drückst, ich bin nur da. Okay, gut. Also, hat bis jetzt immer gut Games. Funktioniert. So. Ich würde aber ganz gerne so und so mit dem werten Quillfish liegen. Na klar, das war auch immer so die Sache, immer Frostless, dann kannst du Diktri gehen und Diktri kann halt auch Memento drücken und die Offensivwerte des Gegners senken, das ist immer ganz geil. In dem Fall einfach nur, ja, erstmal taunten und dann spiken. Erstmal taunten. Oh, und schon der erste Sieg! Damn! Ja. Easy, oder? Das sind die spannenden Kämpfe, die wir sehen wollen. Mensch! Oh, yeah. Oh ja. Man muss sagen, die Präsenz von dem Megani hat es, glaube ich, einfach ausgemacht. Ich meine, was ist dein Switch-In? Haunter? Pff, der wird eingeschläfert. Dann gehst du auf plus 4 und dann haust du den einfach weg. Mit einem Petal Blizzard. Das Ferroseed steht noch ganz gut da, aber das ignorieren wir dann einfach, oder? Das wird jetzt einfach downgechippt. Kein Problem. Er ist doch nicht weg. Ich glaube, wir kriegen tatsächlich sogar komplett drei Lagen raus. Ja, Mann. Nein, nicht die Castleberry! Schwein. Wobei das ist gegen die meisten Mons jetzt nicht so schlimm. Ich glaube jetzt nicht, dass Razaf hier reingeschickt wird. Also von dem her.
Okay, den sehe ich schon eher, aber zwei Lagen schon draußen ist schon mal lecker. Alter, wollen wir Destiny bonden? Weil wir kommen jetzt auf jeden Fall in Range, dass er uns... Also wir leben auf jeden Fall einen Move, egal was kommt. Würde ich auch sagen. Ja, doch, ich sehe den Destiny Bond auf jeden Fall. Und dann kriegen wir noch eine dritte... Okay. Da hat er uns jetzt... Was macht er denn jetzt? Macht er jetzt... Ach, F, vielleicht Mann. Ist das so ein Willow-Hex-Set. Ich würde sagen Taunt, damit er halt, ja. falls wir jetzt nochmal leben. Okay. Falls, ja. Hätte der sein Wunsch können. War da. Ja, aber das ist halt gut, dass er seinen Horter anchippen lässt, weil ein Check weniger gegen Meganie, ich sag's dir. Das ist tatsächlich, es ist so traurig, aber wir können tatsächlich Meganie ziemlich gut gegen Somnivore reinhauen. Das heißt, das ist traurig. Was soll das heißen? Willst du jetzt irgendwie Meganie disrespecten oder was? Ein bisschen, ja, ich mag den nicht. Also Schwein! Ehrlich, Meganie, nee. Du bist ein richtiger Verräter. Weißt du, ich dachte, ich komme hier in der Aufnahme mit einem super Buddy, der sagt, ey, Meganie ist mein bester Freund. Aber dann kriege ich nichts weiter. Hättest du zu Maxi gehen müssen. Ich weiß, dass Maxi Meganie mochte, vor allem Endivier. Aber Meganie... Okay, Endivier ist aber auch ein Cutie Pie, sind wir mal ehrlich. Naja. Was? Du magst nicht mehr... Nein. Alter, nee, mach mal eine Umfrage jetzt hier oben rechts. Stimmt ab, welches Pokémon ist cooler, Mampfaxo oder Meganie? Hä, hey, da werden alle Mampfaxo drücken. 100%. Ach, hör doch auf. Hör doch nee, auf jetzt. Wer das nicht drückt, der wird halt gebannt. Oh mein Gott. Okay. Ein bisschen kritisch ist das schon, ne? Hä, hey, das ist eine Diktatur auf meinem Kanal. Also von dem her, da gibt es keine freie Meinungsäußerung. So, was wollen wir denn dagegen machen? Natürlich. Tarnsteine werfen, finde ich gut. Hersatz, ne? Die Sache ist, mein Gedankengang, okay? Wir können jetzt eigentlich safe Meganie gehen. Ja, was macht Ferroseed gegen uns? Ja, eigentlich nichts. Also wir haben den Knockoff schon gesehen. Der wird maximal noch einen Gyroball haben. Also von dem her, wahrscheinlich das heißt, hat er noch Egesam Protect, kann ich mir vorstellen, dass er das noch hat. Das heißt, wir machen das jetzt einfach. Das ist auch cool. Ja, oder er hat natürlich die allmächtige Bullet Seed Attacke, man kennt sie. Ja, also der Typ kommt mir gar nicht so bad vor, also sein Team sieht ist halt nicht kacke, also ich sehe halt auch Bullet Seed als Move. Das Team sieht nicht so kacke aus, aber ich weiß nicht. Was würde denn so gut für Bullet Seed, weiß ich nicht. Ja, wir drücken halt jetzt das D und chillen unser Leben. Ja, der knockt bestimmt. Ach, hör doch auf jetzt. Was für. Das stinkt mir jetzt ein bisschen. Das ist tatsächlich richtig kacke. Da hätten wir mal gesehen Grass Whistle, ne? Hätten wir jetzt gewonnen. Aber ich glaube, wir können den gar nicht mit Grass Whistle einschläfern, oder? Oder können wir das bei Grass Types? Doch, genau das hätte das Geile an Grass Whistle. Okay, da war ich mir jetzt nämlich gerade nicht sicher. Dann ist das nur bei Sleep Powder so, okay. No. Mit dem Powder Moves. Dieser Lacker. Okay, machen wir jetzt Erdbeben oder... Ah, oh Gott, nee, der bleibt drin. Der muss drin bleiben. Der bleibt drin. Sonst wäre der jetzt hier rausgegangen nach der T-Wave. Genau. Ja, wobei, wenn er das Item locken wollte, der bleibt drin. Alter. Das sieht gar nicht gut aus, finde ich. Meganie, let's go! Ich möchte kurz anmerken, wir waren plus 4 und das hat nicht gereicht. Ich habe mehr von dir erwartet, Meganie. Na, das war auch nur ein Erdbeben. Wir machen jetzt hier guter Kopf, böser Kopf. Ich bin der böse Kopf, mach das Meganie runter, du baust das Meganie auf. Und dadurch wird es so gepusht, dass es alles zerberst. Oder halt jetzt an dem Skuntank verreckt, weil es langsam ist. Der macht jetzt Evolk, ne? Aber egal, wir killen das Skuntank, ne? Jungs! Ja, das ist ja tatsächlich noch okay. Problem ist jetzt Auroros in the bag. Da müssen wir drauf achten, weg. Dass wir auf jeden Fall einen Screen draußen haben, weil wir können den nicht mit Cricket deckeln. Mit Zengus. Ja. Weil Zengus ist unser Wincon, wie schon erwähnt. Ja, kann ich verstehen. Ja, wobei, das Choreogel brauchen wir auch noch für das Raser. So wait, warte mal. Ich glaube, Dektriot speedet Auroros. Holy shit. Ja, Dektriot speedet. Hey, natürlich. Ich meine, selbst wenn das Scarf ist. Yeah, der speedet sogar, selbst wenn das Scarf ist. Nicht schlecht. Sieht man Scarf Auroros? Ja. Das ist ein sehr, sehr guter Rain-Check. Also, voll. Ja, dann. Ja, Dene. Ich habe nur noch in Erinnerung, dass man tatsächlich Specs mal eine Zeit lang ziemlich oft gesehen hat. Ja, ja. Specs ist auch... Also Specs und Scar sind halt die dominanten Sets, ne? Es gibt auch ein Starbreaker-Set, was eigentlich niemand mehr benutzt. Oder niemand benutzt hat jemals. Aber es gibt es. So mit Sub-CM und Freeze-Dry und Earth-Power, das ist echt geil. Aber das Ding ist nur, wenn ich jetzt nicht ganz doof bin, Hyper Voice geht ja durch die Screens durch. Oder? Weil es ein Sound-Move ist. Hab ich gar nicht dran gedacht, aber nee, ich glaube nicht. Ich hätte nämlich gesagt, schon. Egal, wir gehen jetzt erstmal Elektroball, so. Ich
bin mir da jetzt nämlich gerade echt unsicher. Ich meine, da war was, weil ich meine, es geht durch den Zauber. Ich glaube, es geht ziemlich. Ich bin mir sogar sehr sicher, dass das. Okay, geht nicht durch, sonst hätte das. Ja, das hätte mehr gemacht. So, dann war es auch nur der Sub. Ja, wir wollen auf jeden Fall den Chip Damage. Tatsache. Den Chip Damage für EQ haben. Boom. Ah, ist das der Chip Damage? I don't know. Okay. Ja, 17% ist ein bisschen wenig. Das kommt drauf an. Wenn das Scarf ist, dann wird er wahrscheinlich nicht Max HP fahren. Dann kann ich mir vorstellen, dass wir es vielleicht besiegen. Okay, Tatsache ist, selbst wenn das jetzt nicht killen sollte, Erdbeben, okay? Okay, egal, wir hätten mit Sengo jetzt auf jeden Fall gewonnen. Hätte er uns gekillt. Deshalb war meine Überlegung, ob wir nicht vielleicht sogar Memento drücken, dadurch mit Sengo besser tanken, Belly Drum rausbekommen und dadurch gewinnen. Ja, also hätten wir auch machen können, das wäre ein bisschen greedy, finde ich. Meinst du? Ich meine, es kommt ja aufs Gleiche hinaus, ne? Hyper Warriors hätte niemals gekillt, so, und er hätte auf einen Crit hoffen müssen, das war das Einzige, was hätte. Das stimmt auch wieder. So, ich glaube, Chorvogel killt jetzt auch alle, oder? Sind wir da, eigentlich wir mal... ja, kommt halt drauf an. Ich meine, das Prime ist halt wahrscheinlich immer noch gescarft, also ja, ja, der halt auch. Aber wir haben ja noch 7 Turns Reflect, dann, wenn der jetzt so stirbt, 6. Und ja. Können die CM, oder wollen wir überhaupt? Weil es kann ja sein, dass der CM ist und ich weiß nicht, ob wir den CM-War gewinnen. Nee, aber könnten wir jetzt nicht einfach in Sengo gehen, Belly Drum, und dann rotzen wir den sowieso mit Quick Attack weg. Genau. Nicht mit Quick Attack, wenn dann Return. Das aber wir sind langsamer als Razor. Also ja, klar, Razor ist Razor. Logisch. Ja. Klar. Genau. Den machen wir weg. Der geht den aber auch nicht, die Bretter. Ja. Da brauchen wir gar nicht. Zen Gone finde ich. Jetzt kenne ich den erst. Weil dann die Gegner gone sind. Und, Du hast ihn jetzt erst verstanden. Ich hab's halt davor noch nicht richtig gehört. Ich finde den Namen auch von dem her sehr gut, weil es ist ja immer noch Sengo, aber das Garn passt halt noch besser dazu. Ich kann Garn gerade nicht aussprechen. Ja, Mann, Easy Clap. Downy LP. Kannst jetzt nicht einfach. Hey. Ich möchte nicht so ein ekelhaftes LP am Ende haben. Ich weiß nicht, wer sowas macht, aber ich möchte das nicht haben. Kein zweiter Zweifel in meinem Kopf. Sag mal so. Kein zweiter Zweifel. Aber ein erster Zweifel. Ganz klare Sache. Der ist niemals Rock Golurk. Der ist halt Rocks Dingens. Wer ist der Junge? Achso, du meinst aber Tarnstein? Nee. Dafür hat er zu viele gute andere. So, den taunten wir jetzt. Der kann auch nichts mehr. Sunny Day. Okay. Oh, meinst du, der ist Chlorophyll oder Harvest? Ich bin mir sehr sicher, dass der Chlorophyll ist. Ich weiß noch nicht genau, wie ich drauf komme. Das kann ja beides. Es kann ja auch Harvest sein. Harvest würde auch die Chance erhöhen in der Sonne, dass die Bären gefunden werden. Also es kann beides sein. Echt? Ja. Das wusste ich gar nicht. Du Anfänger. Also eine andere Option von mir wäre noch gewesen, dass er Solar Power ist. Kann alles sein, ne? Der alles, liebt die Sonne. Alles möglich. Der liebt nichts die Sonne. Ist unmöglich. Das oh. Ist sad. Naja, wir können aber jetzt wieder Ender. Oh. Und dann können wir debonden. Also jetzt können wir nicht mehr debonden. Doch, erst können wir enden, indem wir jetzt erst Ausdauer drücken. Oh, ich hab's gar nicht gehört. Holy shit. Was war das? So, und jetzt muss er ja Solarstrahl einsetzen, das heißt, jetzt können wir Destiny bonden. Guck mal, wie wir den outsmartet haben. Das ist ja genial, weil so umgehen wir die Möglichkeit, nicht spammen zu dürfen, ne? Ja. Alter. Ich dachte, deshalb hast du das Set vorgeschlagen. Ich hab gedacht, damit wir Custom Berry spielen, weil ich das so selten sehe. Wow. Guck mal, was jetzt passiert hier. Megania Check wird erstmal direkt zum Fenster raus. Oh. Ja, bitte nochmal. Was hast du gesagt? Ich hab nichts gesagt, Audi. Ich hab dich nicht richtig verstanden. Dann nochmal, los. Warte mal, nee, das sollten wir nicht tun. Alter, willst du meinen Big Boy Play sehen? Ja, komm, lass ihn raus. Alter. Irgendwann muss man mal den Leuten auf der Leiter zeigen, wer es drauf hat und wer es nicht. Da holt er einfach sein Ding-Dong raus und haut ihn auf den Tisch. Ein Glibber größer Geschenk und Glibber, muss man jetzt hier einfach mal ganz kurz festhalten. Bruder, da sehe ich mich. Okay, jetzt. Das Format, bei dem man auch Spaß haben darf. Jetzt aber eine ganz wichtige Frage. Wollen wir uns in Overgrow-Range chippen lassen und dann erst Seagrass whistlen, damit wir Oricorio outspeeden, um ihn dann umzuboxen mit nur plus 4 Overgrow Petal Blizzard? Oder gehen wir jetzt für Seagrass whistlen und predikten seinen Switch-Out in Oricorio? Also meine Angst ist eher noch so groß, dass wir vielleicht die Grass Whistle dann verfehlen. Werden wir nicht.
Werden wir, ja, dann ist mir egal, was wir machen. Wenn wir die sowieso nicht verfehlen, dann ist wurscht. Dann mach was du willst. Dann hau den SD nochmal raus. Yes! Oh mein Gott. Es ist Zeit. Es ist Zeit. Leute, Zeit zu dabben. Zeit zu dabben, los geht's! Nein! 55%ige Chance zu gewinnen. Ich sag's doch immer wieder. Ah, das ist so sad. Es wird aber noch einmal passieren. Es soll zumindest noch einmal passieren. Natürlich. Wir gewinnen jetzt einfach. Ja. Da bin ich gerne dabei. Also. Ja. Wir rocken jetzt einmal dann Memento und dann sagen wir, dann geht's wieder los mit Sengu. Nee, da würde ich erst Koryogeln sagen, weil Sengu gewinnt ja noch nicht, weil der hat ja noch sein. Warte mal, gewinnt er nicht? Der gewinnt, hey, glaube ich. Moment, nicht. Warum sollte der jetzt nicht noch nicht gewinnen dann? Er gewinnt nicht, weil der Oricorio Boy zu viel Damage macht, oder? Ja, der macht zu viel Damage. Wir sollten unser eigenes Oricorio gehen. Stimmt, wir sind ja langsamer. Ah, oh, das habe ich gar nicht im Kopf gehabt. Genau. Ja, okay, jetzt so. Bin ich auf deiner Wellenlänge angekommen. Ja, so, da muss man erstmal ankommen, ja. Und wir haben sogar Cobbleberry, Sucker Punch, Nothing. Ja, wir können jetzt in Ruhe erstmal Core meinten. Spielen die nicht Toxic? Willst du das? Okay, egal. Ich wollte gerade sagen, wollen wir vielleicht das Toxin verhindern, aber nevermind. Nee. Der ist irgendein seltsames Set, wahrscheinlich AV oder so. Der ist, keine Ahnung. Das kann gut sein, ja. Das ist ganz komisch. Oder vielleicht ist er Restock. Weil wir das haben das jetzt in zwei Angriffsmoves gesehen, Restock gibt's ja auch, das ist AV. Yes! Oder? Ja. Finally some justice. Guck mal, wir könnten jetzt nochmal Core Mind drücken, weil er sich wieder selber hauen wird. Na klar. Da kenne ich jetzt nichts. Dann können wir auch den guten Revelation-Tanz machen. Oh, ich habe da Angst, dass er dann in sein eigenes Oricorio geht und dann erstmal Dancer sich aktiviert. Lächerlich. Alter. Wir machen Hurricane, oder? Wir sind große Männer. Natürlich, wir sind große Männer. Wir haben einen großen Sturm, den wir entfachen können. Siehste. Siehste! Bam! Gar kein Ding. War das einfach? Meine Fresse. Die großen Männer zeigen euch, wie man spielt. Ist wirklich so. Alter, ist das einfach! Jetzt dürfen wir nur noch das Speedheil nicht verlieren, dann haben wir eigentlich gewonnen. Exakt. Wenn ich mich jetzt nicht zu weit Challenge, aus dem Fenster lehne. Weil ich denke, von Maitiana leben wir noch einen Sucker Punch mit Koba. Hoffen wir mal. Hoffe ich. Das müssen wir mal hoffen. Ich weiß nicht, wie bulky der ist. Okay, wir müssen kalken. Jetzt müssen wir noch einen Orkan treffen, aber weil wir große Männer sind, treffen wir den. Ganz klar. Und danach gewinnen wir Sucker Punch Games. What? Never lucky, weißt du? Egal, kein Problem. Das ist jetzt kritisch. Kein Problem. Wenn den Reflektor Problem. Müssen wir so oder so jetzt aufsetzen. Genau. Alter, wie kann man wobei so... Wobei der Plus 1 boost mich ein bisschen näher. Ich glaube, der ist Choice Band, so wäre ehrlich. Der muss doch Choice Band sein. Könnte es sein, ja. Okay, gewinnen wir das? Wir müssen noch einen Lightscreen kriegen? Ja. Und der muss uns einfach... Ach, du Kacke. Ah, oh, das ist jetzt aber ganz ungünstig. Oh, Das ist jetzt ein bisschen unangenehm. Ein bisschen, ja. Ja, du hast durchaus hast du da recht. Ja. Der Downy von Downstar. Ey, wenn der jetzt anfängt, noch Dynamic... Wenn der jetzt noch Dynamic Punch hat, ne? Nein, bitte nicht. Sag sowas nicht. Ich krieg dann zu viel, ne? Komm schon, Zengo. Okay, nur Power-Up Punch. Boah, macht das viel. Okay, das ist jetzt... Vielleicht ist es ein defensives Oricorio und wir hat's bieten. Ja, oder er misst einfach seinen Orkan und hat hoffentlich nicht den Simu. Er ist so ein Idiot. Pop. Tschüss. Das ist okay. Ja, ist ja im Prinzip auch egal. Wobei, vielleicht hat er dann... Nee, der Screen Turn bringt ihm auch nichts mehr. No way, der lebt das niemals. Der lebt nicht. Abschlag. Nee, wir sind plus 6. Beziehungsweise plus 4. Yes. Siehste, easy. Toxic Orb. Was ist das denn? So ein Schweinepriester, ey. Ich will gar nicht hingucken. Bitte, komm schon, Zengo! Zengo, bitte! Bitte, Zengo! Yes! Oh! Okay. Alter, der war sash. War das leicht. Ich meine, easy war gar kein Ding. Wir wussten, wir werden das hier gewinnen. Alles ist gut. War kein Ding. Wunderbar. Max HP. Gar keine Herausforderung. Das der war Max HP sash. Bis jetzt hat sich Megane noch nicht verdient, aufs Fumble geklatscht zu werden. Zengo schon. Das Megane noch nicht. Kannst du jetzt nicht sagen. Doch. Dafür, dass der das einzige Mega-Pokémon im Pio ist, finde ich, sollte der schon auf dem Thumbnail sein. Aber Megalon ist auch im Pio. Okay, ich bin nochmal weg. Was kannst du eigentlich? Boom! Einfach zerstört! Alter.
Alter, die Knowledge. Da wolltest du schon diesen schlechten Joke bringen, ne? Und dann kannst du ihn nicht mal richtig. Oder funktioniert er nicht mal. Das ist echt sad. Oh mein Gott, der denkt, der könnte uns jetzt einfach sweepen, aber wir haben einfach du weißt schon, Set. Ja, oder er hat zu viel Schiss vor dem mächtigen Quillfisch und geht raus. Was ist das denn für ein Delibird? Fake off! Ich frag mich eher, ob man Delibird überhaupt spielt. Nein. Ja, das habe ich mir nämlich schon fast gedacht. Ich meine, ein Spinner, der Spikes umgeht, ne? Ja. Aber ja, weiß nicht, in Pio werden doch ganz gerne Tarnsteine rausgeworfen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Bodoges Favoritenrolle ist hier dann. Also der ist schon, ja, echt scheiße. Ja, gut, da sind wir uns wenigstens einig, sehr schön. Yes, und Problem ist jetzt, für ihn, Megani gewinnt. Also, keine Challenge. Tatsächlich sieht Megani wirklich, wirklich nice jetzt aus. So, jetzt beenden wir das. Was mich umso trauriger macht, ist, dass Delibird ein wirklich guter Megani-Check ist. Ja, weil er ein Flying-Type ist. Das ist unfassbar. Naja, so, wir kriegen jetzt erstmal einen dicken 55%! Los geht's! Hast du das direkt, okay. Na klar. Griff. Yes! Das ist gut. Wir beenden ihn. Okay, jetzt die Brauchen Frage. Wir noch einen oder nicht mehr? Frage ich mich auch gerade. Ich glaube, also Alola Persian nehmen wir sicher nicht raus. Nee. Also ich aber glaub, der kann uns auch nicht rausnehmen. Die Sache ist, wir könnten... Ah, der hat zu viel Frio. Ich habe halt gedacht, ob wir vielleicht in Overgrow uns chippen lassen wollen. Ich glaube, ich würde einfach tatsächlich direkt Petal Blizzard drücken. Wir müssen noch ein SD rausbekommen. Wir two-shotten den nicht mal. Das ist... Ich weiß nicht, ich möchte nicht sagen, ich habe mehr erwartet, aber ich habe mehr von Megani erwartet. Pap! Das ist echt traurig. Eis, das was? Das macht es noch schlimmer. Wer spielt denn Ice Punch? Okay, Megani gewinnt, wenn die Sets normal sind. Megani gewinnt zu 55%. Und, okay, also, es gewinnt in einem normalen Umfeld. Mann, müssen wir schon wieder mit Sengo gewinnen. Ich meine, wir... Ja. Ja, ja, genau das ist das, was wir jetzt wieder vorhaben. Ja, Sadness, naja. Und der gewinnt tatsächlich auch wieder eigentlich. So ist ich es. Ich sehe jetzt nicht... Das Einzige, was... Nee, mir fällt eigentlich nichts ein, was groß passieren könnte, was den Sengo-Sweep aufhalten könnte. Wir sollten ihn anschippen mit Hurricane, damit er halt, falls er jetzt Nasty plotten sollte, in Explosions-Range ist. Das sollten wir tun. Snarl! Ich wollte gerade sagen, ob wir dann... Kennst du das, wenn du deinen 95%-Move misst und der Gegner dann den 70%-Move trifft? Der muss sich jetzt richtig kacke fühlen. Oh! Schön. Ist doch schön, oder? Ja, das ist dafür, dass Megani das so kacke ist. So, jetzt haben wir es gesagt. Hat er gerade... Alter, hat er gerade angefangen, das hab ich erst jetzt gemerkt. Guck ihn dir an! Scheiße, unser mächtiges Choreogel. Okay. Wir torten ihn, damit er keinen Belly Jump rausbekommt. Und der hat's eigentlich drauf. Der hat's wirklich drauf, der Junge. Der weiß, wie es geht. Ich drücke auch immer Quick Attack gegen. gegen die Geistmann. Alter! Oricori hat richtig Bock. Okay. Okay, schade. Aber das ist denke ich, nochmal okay. Damit kann man noch leben. Alter, gelebt. Ist Leftovers. Okay. Warte, sollten wir nichts. Ich hätte. Nee, der Booster war jetzt. Das war ein Fehler. Aber egal. Der stimmt eh. An plus 5. Rückkehr. Ja, der Boost sollte nicht so schlimm sein. Also. Es sei denn, er. Ich meine, der kommt jetzt noch dann auf 77% und er sollte plus 5 auch ausreichen. So, Belly Drum, zack. Das Einzige, was kritisch wäre, wäre ein Crit. Aber passiert nicht. Guck, easy. Kein Ding! Mann, war so, das leicht. Jetzt easy. Das sieht mir nach einem mehr normalen Team aus. Nee, wobei, ist auch nicht so gut. Nee, jetzt habe ich... vergiss, was ich gesagt habe. Das sieht auch wieder komisch aus. Ja, also das einzig normale Pokémon ist halt... Irgendwie erinnert mich das eher an Ziyu. Ja, das sehe ich. Das ist schon sehr, sehr Ziyu-isch. Und halt, kommt drauf an, was es für ein Sivelli ist. Wenn Sivelli Fighting ist, dann haben wir hier ein Ziyu-Team mit Omastar. Yeah. Ja. So. Drücken wir natürlich. Lass ganz einfach klar mal den Quillfisch-Lied gönnen. Ich meine, den haben wir so lange nicht mehr gemacht. Oh Bruder, der weiß nicht, wie ihm geschieht. Natürlich weiß er das nicht. Der wird jetzt. Der denkt, der könnte uns jetzt einfach rausnehmen. Nein, warte, warum. Achso, nee, doch, passt alles. Entschuldigung.
Wobei, riecht er das jetzt? Nee, safe nicht. Okay, der riecht das nicht. Sag, Alter. Kein Problem. Er hat's gerochen. Du Schweinepriester! Er hat's gerochen. Ich sagte doch, riecht er das jetzt oder nicht? Alter, was für ein Bastard. Der hat dich, was macht der da gerade? Keine Ahnung. Don't question it. Hat er... Dann ist der T-Bolt Lightscreen Reflect Default. Hat er... Okay. Kann doch sein, dass er Blizzard hat, oder? Ich meine, kann es sein, dass er nur Lightscreen und Pistol hat? Ja, aber warum hat er denn nur Lightscreen? I don't know. Das würde ja mal gar keinen Sinn ergeben. Die Ladder. Ja, okay. Doch. Das ist so mein Hobby, die Ladder zu hinterfragen. Vor allem die Low Ladder. Das ist ein mysteriöser Ort, von dem nicht viele Leute lebendig zurückkommen. Du hast so recht. Wollen wir noch reflecten? Alter, ich überlege gerade, wie gewinnt Megania am besten, ne? Pinsir, der kann schon... Also der Pinsir ist halt ein Check, aber wenn wir Hazards rauskriegen, dann nicht. Ne? Ja, wir müssen halt schauen, dass wir irgendwie mit Victory reinkommen. Wir können auch jetzt aber Victory gehen, wir sind ja schneller als der. Aber der drückt doch jetzt... Alter. Ist der banned? Oder ist Victory einfach nur so unfassbar frail, dass ein EQ ihn direkt auf den Cell schaut? Also, ich glaube, selbst ohne Band hätte der uns auf ein Ding jetzt gehauen. Ich wollte gerade vorschlagen, ob wir vielleicht sogar die Edge drücken wollen. Aber dann... Spielt auch keine Rolle. Machen wir das jetzt. Ja, wir müssen die Tarnsteine draußen halten. Also wieder Edge. Also die Hazards kann er nicht entfernen. Das wird er nicht schaffen. Merkt er nicht so ganz, dass das nicht für ihn funktionieren wird? Wobei, ja, ich glaube, der hat halt kein Blizzard, deshalb ist das immer sein Play. Ich glaube, der wird jetzt auch immer weiter Default drücken. Yeah. Aber ich würde gerne die Tarnsteine haben. Na klar, logisch. Die sind halt super wichtig für das dumme Pinsir. What? Warum? Hä? Okay, Jungs, ich hab ein Play. Watch. Willst du jetzt Memento drücken, um dann mit Megane zu setupen? Nee. Oder willst du einfach ihn mit EQ umboxen? Ich gehe in Quillfish, damit wir noch einen Spike rausbekommen. Okay, da sehe ich uns auch. Yes. Oh, boah, jetzt hättest du den Protect gelesen, der niemals im Leben readable war. Was? Du dummer Schwanz! Alter, jetzt verpackt er aber. Ne, jetzt gehst du mir ein bisschen. Nee, ist okay. Kannst du jetzt nicht machen? Ist das jetzt dein Ernst, wirklich? Du hast doch gerade Magic Code gesehen, warum drückst du es nochmal? Weil ich kann nicht taunten, ich kann nicht Destiny, ich kann nichts machen. Ja, deshalb sollst du dann gib auf. Nee, Mann, kann ich nicht. Ich kann auch nicht taunten? Oh, das ist so dumm gerade. What to do? Er verliert ja, halt nichts. Wir können halt Ender drücken, wir können halt sein Magic Code outstallen, ne? Okay, wir machen 50. Nee, ne? Okay. Guck mal, der wird jetzt durchgehen auf Magic Code gehen. Sagst du? Das ist so einer. Den sehe ich immer an der Atomic Links, der klingt schon danach. Guck, okay, wenn wir da Atomic Links, dann ist es bald. Okay, ich weiß noch nicht, warum 8 die magische Zahl ist, aber 8 ist anscheinend die magische Zahl. Kann man aber Destiny-Bond nicht. Ich fände es schön, wenn wir noch ein Destiny-Bond haben. Okay, ich glaube, es war 7. 7 wäre die magische Zahl gewesen. Stell dir vor, ich werde das jetzt gespiked. Oh, ist das nervig. Jetzt ist schon egal. Jetzt ist sowieso egal. Okay, das ist endlich mal das Spiken. Das ist ein bisschen traurig, dass wir gerade von einem Magic Code Voluminous genervt werden. Das sollte eigentlich nicht passieren. Okay, ist vollkommen okay, weil Megalium wird immer noch. T-Wave, dann ist Krill. Pass auf, der Defogged jetzt. Der Defogged ist jetzt safe, oder? Ja, der Defogged auch. Natürlich. Das wäre so witzig. Das wäre so witzig, wenn er jetzt Defogged. Der Defogged jetzt. Sag ich doch. Der ist wirklich so kernbehindert, ne? Alter, das ist. Sag ich doch. Hä, hast du noch nicht erkannt, nachdem er zigmal Magic Code gedrückt hat? Bist du noch nicht drauf gekommen? Nein, bin ich nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass er das nicht macht. Guck mal, jetzt können wir sogar Tarnsteine legen und jetzt ist das Rotom Freeze tot und die Tarnsteine werden da bleiben. Ist das nicht schön? Und jetzt drücken wir bitte einfach EQ und rotzen das Teil um. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass der so ein dummes Set ist. Mann, tschüss, du Sack. Ach ja. Mit Leftovers, warum? Ich weiß es nicht, ich habe Fragen, ganz viele. Oh, ich habe niemals Antworten bekommen. Ein sehr interessanter Spieler. Ja, Sengo gewinnt, by the way. Wie immer. Ja, ich wollte gerade sagen, gewinnt Sengo nicht eigentlich jedes Matchup? Sobald der plus 6 ist. Und der Gegner seine Ghost-Types wegchoked. Was? Guck mal, ich finde EQ klingt eigentlich nach einem netten Play. Oh, ja. Oh, der lebt sogar wirklich. Was? Ich wollte gerade sagen, oh Mensch, der ist tot, aber. Oh Mann, das macht ja Spaß. Ja.
Ach komm, wir picken den erstmal mit Zengo. Wir picken den mit Zengo. Also einfach nur, sagen, einfach nur ganz kurz. Noch mit Choreogel Revelation Dance drücken können. Nee, da hätten wir ja Chip bekommen. Der ist ja nicht schneller. Warum als Quick Attacks? Du musst bei solchen Gegnern vorsichtig sein. Du musst da immer auf sowas wie Knock oder so gehen. Nicht einfach Quick Attack. Der hätte ihn. Hätten wir auch noch langsamer. Waren wir das? Ja, stimmt, wenn er Max langsam Speed ist. Boah, ich vergesse immer wieder, dass Zengo so langsam ist. Ich habe immer im Kopf, der kommt schneller als die 95er oder 90er. Meinst du das gar? 80er, 90er und die Hits von heute. Ba, ba, bam. Bitte so. Nicht. Doch. So. Ja. Ich würde halt in den Vogel gehen, damit wir ihn rausforcen, damit Megane nochmal was machen kann. Der ist halt auch gut, ne? Also der Vogel, der ist gerade. Weil wir müssen eigentlich nur Revelation Dance drücken. Wir chippen ihn eigentlich an, damit dann. Nein, du! Megane hätte jetzt gewonnen. Wir müssen noch ein Game machen. Okay, ein Game machen wir noch. Ein Game, ja. Eine Chance hat Megane noch. Die letzte Chance. Megane, los, komm schon, mein Sohn. Du schaffst es. Das sieht jetzt nicht gerade sehr Megane-freundlich aus, bin ich ehrlich. Ach, come on. Also genau genommen nur das Altaria ist so das, wo ich mir denke, Das Altaria, das machen wir mit Quillfish oder Dickrivek. Dafür sind die da. Das sind die. Ich denke mir eher, Zengo sieht schon wieder so unfassbar lecker aus. Ja, Zengo sieht immer gut aus, sind wir ehrlich. Da müssen wir gar nicht drüber nachdenken. Das ist richtig. Was soll das jetzt? Hat der fake-outet uns. Lass in Ore Choreo gehen. Nee, wozu? Damit. Ja, okay. Ich möchte einfach meine Spikes haben. So. Und der hätte auch. Nee, keine Ahnung. Choreogel hätte mir nicht gefallen. Das hätte mir missfallen. Offensive? Ja, das ist die offensive Form. Exakt. Beziehungsweise jetzt. Die Form, die nicht Prankster hat, sagen wir eher so. Genau. Oh mein Gott, hab ich den gelesen? Gelesen wie ein offenes Buch. Dieser Yonago, ne? Es ist der Wahnsinn. Wie macht er es? Ich weiß es nicht. Man müsste, ich glaube, man wird irgendwann mal dein Gehirn nachforschen. So ist es. Bin ich mir 100% sicher. Der legt jetzt, okay, ich wollte gerade sagen, der legt jetzt auch Spikes. Aber der besamt uns, das ist okay. Boah, und jetzt debonden wir den mit. Alter, da sehe ich uns. Da sehe ich uns, let's go. Komm schon, bitte. Ich hoffe übrigens, wenn der uns jetzt nicht angreift. Ne? Oh, so ein Schwanz! Hätte man mal gedauntet. Verdammt nochmal. Verdammt. Ja, I guess im Endeffekt war der Play besser. Ja, es war doof. Nö, ich fand Destinybond cool. Also ich wäre in jeder Welt wäre ich jetzt auch für Destinybond gegangen. Naja, aber ja, eigentlich. Ich weiß nicht. Also, ich habe ja Leech-Seed gesehen und da hätte ich niemals gedacht, dass im gleichen Set noch Spikes sind, weißt du? Da dachte ich so, nee. Ja, okay, da bin ich dann doch bei dir, stimmt. So. Und jetzt guck mal hier. Die Synergie, ne? Choreogel holt die Flug-Pokémon rein, tauntet die und schon keinen Megane-Check mehr. Einfach. Ja, genau, Big Brain. Du hast gerade mein Gehirn explodieren hören. Das war einfach. Gibt's nicht so ein gutes Meme-Bild, was das zeigt? Bestimmt ja, ja, ja. Irgendwo. Warte. Ich werde es nicht finden. Warte, ich mach das. Oh Gott, wie suche ich danach? Das weiß ich nicht, wie du danach suchst. Ich werde es finden. Oh, die vor. Ja, schon du wieder kannst Spike es auch später suchen. Jetzt wir fokussieren uns voll und ganz darauf, jetzt zu gewinnen und dass Megane verdammt nochmal was macht. Okay. Das ist nämlich keine so leichte Aufgabe, wie wir hier festgestellt haben. Das ist eine leichte Aufgabe, wenn es trifft. Ja, wenn es trifft. Nee, davor hat es auch getroffen und es ist trotzdem nicht durchgegangen, ja, möchte ich hier nochmal erwähnen. Naja, weil der. Aber jetzt ist das Altaria so low, dass wir, glaube ich. Ja, wobei vierfach resistiert. Ah. Oh, tschüss, du. Alter. Du Hund. Ha! Ach komm! Nein! Noch eine Chance, los. Ja, Das ist ja lame, wenn der verfaltet. Aber das ist jetzt wirklich die allerletzte Chance. Okay. Okay. Mein Lieber, ich habe es gefunden. Glaube ich. Ich habe gerade aus irgendwelchen Gründen MC Yonago gelesen, aber okay. So. Ja. Downy, schick dir was. Ich. Ja? So, ich habe dir was geschickt. Das ist ein normales Team. Warte, hatten wir die nicht schon? Nee, wir sind noch keinem Pipi heute begegnet. Oh. Das sieht nach Megane Food aus, sind wir mal ehrlich. Tatsächlich ja, je nachdem, was das für ein Amigento ist. Wir kriegen Setup gegen Pipi und selbst wenn der Grass Whistle nicht trifft, ja, ist okay, weil wir brauchen nur den Speed. Das Team ist so slow, holy shit, das wird einfach ein easy Snack Grab. Ich sehe es jetzt schon kommen. Ja, jetzt freu dich mal nicht zu früh. Den taunt man doch, oder? Den taunt man.
Weil einen EQ sollten wir tanken, oder? Na klar. Oder? Na klar. Die einzige Angst ist nur, ich glaube, Bandsets gibt es hier von dem Teil auch, oder? Nicht mehr. Aber. Nicht mehr, okay. Yes. Easy. Kein Problem. Keine Challenge vor allem. Mann, ist das einfach. Jetzt spiken wir jetzt erstmal lecker. Yes. Der EQ'd uns. Guck er an. Und jetzt kommt der Debond und wir nehmen den mit. Nicht? Spikes mit. Weil, okay, dann nehmen wir das. Wir wollen 6 Kills mit Megania, so ehrlich. Continental? Ja, aber brauchen wir das wirklich? Als hättest du. Okay, du hast. Entschuldigung, du hast gelesen, dass er jetzt sie moven wird und wir das leben. Und jetzt Debond. Ich hinterfrag einfach gar nichts mehr. Ich hinterfrag einfach nichts mehr. Okay, machen wir es einfach so. Denk, das ist das Einfachste von allen. Guck mal, da ist er weg. Kriegt zu viel. Das war zu lustig. Ach man. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt Rotom Silver Valley Ghost. Och, F. Okay. Warte, jetzt kriegt er einen Defog. Okay, wie machen wir das? Memento. Ich scheiß auf Hazard. Also willst du jetzt einfach alles. Ja, alles auf eine auf Karte. Eine Karte setzen. Alles auf eine Karte. Die letzte Karte. Du glaubst an das. Der Yonago, der glaubt an das Herz der Karte. Ja, der weiß, wie es geht. Es gibt kein Pokémon, was diesen Auftrag besser ausführen kann als mein Megani. Guck mal, der macht's mir auch einfach, weißt du? Ja, der will. Ich glaube, der macht das gerade extra fürs Video. Ja, Mann. Der weiß das. Der kennt Dick und Glibber, ist ja ein bekanntes Format. Ganz klare Sache. Der kennt das Format und weiß, der gönnt uns jetzt. Ja, boah. Hast du schon Lichtschild gedrückt, oder? Natürlich! Dann ist ja gut. Ich wollte nämlich gerade sagen, was will der von uns? Okay. Jetzt jagen machen wir den Bang hoch. Bang. So. Ich setz alles auf eine Karte. Und jetzt geht's los. Jetzt abwarten. Megania, deine letzte Chance. Du musst es jetzt hinbekommen. Oh, okay, wow. Er war Weichel, okay. Nee, ja, er war Weichel und gut. Yes! Jetzt sieht's gut aus. Okay, wir dürfen nicht greedy werden. Zack, weg mit dir. Box den weg. Gut, Mon Nummer 1, down. Wir müssen noch einen Grass bitte. Ja, oh, warte mal, diese Plus 2 und Overgrowth. Holy shit, wir könnten alles killen. Stimmt. Alter, der geht jetzt Rotom, denkt, der lebt einen. Pass auf. Mein, das Ding ist, Quillfish hat noch potenziell Intimidate. Hauen wir den auch weg in Overgrowth Range? Zack. Mua. Lecker. Ah, kein Zweifel. So, who next? Who's coming in? Komm. Schick rein, was du willst. Ich wundere, ich glaube, der hat keinen Intimidate. Kann das sein? Ich meine, ich glaube schon, aber er ist gerade ein bisschen dümmlich, um da reinzugehen. Los, Megania! Bam! Tschüss. Nee, vielleicht ist der ja wirklich Swift zu. Der ist wirklich, glaube ich, Swift zu. Jetzt können wir Schwert anzücken, oder? Nee, wir sind. Der könnte Seismic Shots haben, das ist doof. Okay, ja, was machen wir? Grass Whistle also, oder? Paddle Blizzard. Wollen wir den nicht zufällig mit Paddle Blizzard um? Das kann sein. Komm, let's go, let's do this. Oh mein Gott! Dir das, siehst du musst einfach nur an deinen Mon glauben. Alter, du musst Megania. Nur an das glauben. Megania. Der hat die ganze Zeit Bedrohung. Was hat er denn gemacht? Ich glaube, Paddle Blizzard killt sogar, oder? Ja, Paddle Blizzard also ist der immer macht noch mehr als. Also so oder so ist es stärker. Oh ja, bam! Guck mal, jetzt 5 Monster mit aufgeschnitten. Genau das gemacht, was es machen sollte zum Schluss. Wundervoll. Einfach der Glebber, der wusste, der Glebber sage ich jetzt auch schon, der Yonago, der Bendy, der wer auch immer du eigentlich hier bist. Vielleicht bist du ja auch Prince. Ein Gott, könnte man meinen. Ein Gott im Umgang mit dem Megania. Der hat alles auf eine Karte gesetzt, er hat an das Herz der Karten geglaubt. Natürlich. Deshalb haben wir jetzt gewonnen. Alter Megania. Deshalb müsst ihr auch unbedingt bei ihm vorbeischauen, da seht ihr noch mehr Herzensliebe an seine Karten. Alter, die Sache ist, eigentlich wollte ich auch immer mal mit diesem Team Videos machen, ne? Aber hatte nie die Lust oder die Zeit, keine Ahnung. Aber jetzt kommst du und holst das und Team wieder aus dem tiefsten Loch. Und schon eine perfekte Aufnahme mit dem perfekten Sweep. Wundervoll. Das war's für heute. Schaut beim guten Yonago vorbei. Link in der Videobeschreibung. Tschüss. Tschüss.